So, hallöchen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um das Thema Haubenlifter beim Ford Mustang. Ich baue heute die von Ford Performance ein. Link packe ich euch unten in die Beschreibung und wir starten gleich los. So, das sind die guten Teile. Ihr habt hier die Verbindungsstücke, noch so eine Schablone, da komme ich dann gleich noch zu. Und das ist natürlich der Haubenlifter. So, das Ganze beginnt eigentlich hier oben an der Motorhaube, diese Verschraubungen. Aber man muss auch hier ungefähr ein Loch in diese Batterieabdeckung reinbohren. Beginnen wir mal damit, die Batterieabdeckung zu entfernen. So, dann nehmen wir das mal beiseite, packen die uns hier hin. Die Schablone jetzt ausschneiden. So, das kommt jetzt hier über das Loch. Da sind so eine Rillen. Also so eine Rille da an die Kante, hier unten an die Kante mit der Ecke, dass das hier das Loch durchguckt. Und dann hier an diesem kleinen Punkt, dass ich hier ein bisschen was habe. So, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. So, die Kanten mache ich jetzt noch ein bisschen mit dem Cuttermesser hübsch. Quer sein, dann so auf die Seite gucken und ich muss hier reinfädeln und so dann festziehen. So, das ist ja bei mir wie immer Learning by Doing. Hat er eben quasi die Dinger schon festgemacht, schön voreilig und in Vorfreude, wie ich war, hatte vergessen, die Batterieabdeckung drauf zu machen. So, dann erstmal das Problem, wie kriegst du die wieder ab? Da ist so ein kleiner Nippel, brauchst du mal einen Schraubenzieher, kannst du das dann quasi so diese Halterung ein bisschen aushebeln und dann ziehen, dann geht's ab. Und dann das Loch, was wir gemacht haben. Die haben gesagt, 1 Inch, also 2,54 cm würden reichen. Tut's aber nicht. Dieses Metallteil ist zu groß für dieses Loch, also muss ich da noch mehr ausschneiden. Was mich natürlich jetzt übelst ankotzt, weil ich keinen größeren Bohrer habe, also muss ich es irgendwie mit einem Messer machen oder so. Es wird am Ende russisch aussehen. Bin voll angepisst. Na gut, das mache ich jetzt noch und damit ich mal hier fertig werde. So, jetzt passt's. Muss ich die Ränder noch ein bisschen machen. Gott sei Dank hatte ich hier meine Endgegnerpfeile. Ich habe mir mit dem Cuttermesser voll in die Pfoten geschnitten. Aber so ist das nun mal, wenn Amateure sich versuchen. Vielleicht macht ihr ja nicht dann dieselben Fehler wie ich und seid ein bisschen schlauer. So, jetzt fängt es auch an zu regnen. Ich denke, meine Touren wird auch schlechter. Es ist endlich vollbracht. War ein bisschen komplizierter, als ich es mir selber vorgestellt habe. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Ciao.